Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Dieses Mal auf dem Wege zu einem Bordell. Oh, 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 oh. Und dort hinten warten schon die ganzen Nutten. Und wir müssen nach wichtigen Informationen suchen. Ach, das kann ja wieder was werden. Die letzte Episode war ja heftig genug. Wer ist sie jetzt? Wir sollten unsere eigene Meinung haben und uns interessieren. Na gut. Lispelotte ist übrigens die Person, mit der wir uns irgendwie unterhalten sollen. Madame Carol. Sieh an, der Hexer. Mädels, macht euch bereit. Was möchtest du, mein schöner Herr? Oh, Backe. Ja, mit deinen Mädchen Spaß haben, können wir jetzt normalerweise sagen. Und ich würde mal sagen, hier in dieser Szene mache ich das auch mal, um natürlich mal zu sehen, wie das eigentlich ist. Und ihr wisst ja, der Geralt kann nicht zeugen. Das heißt, er kann normalerweise so viel Sex haben, wie er möchte. Und da das eben nur ein Spiel ist, mache ich das jetzt mal, ne? Ich brauche eine Hure. Von denen haben wir genug hier. Bevor du dir eine aussuchst, will ich zuerst mal Geld sehen. Ich habe meine Prinzipien. Nein, das ist... zeigt die quadratische Münze, selbstverständlich. Ist das eigentlich eine wichtige Information, die wir eigentlich auch hier suchen müssen. Und daher mache ich jetzt natürlich hier das erste. Das sind meine Mädchen. Such dir eine aus, Weißhaariger. Oh mein Gott. Ja, wir nehmen natürlich Lispelotte, denn die müssen wir eigentlich auch suchen. Oh mein Gott, guck mal, wie die alleine schon heißen. Tusnelda, Miriam Riesendinger, Marlene ganz tief rein, Sauglina und Lispelotte. Ich habe viel von Lispelotte gehört. Steht zu deiner Verfügung, mein schönstes Mädchen. Und für die hat sich dieses Söldnerpack so einen Namen ausgedacht. Lotte, beeil dich! Der Hexer ist da! Bitte einzutreten. Okay. Wohin soll ich jetzt? Hier rein? Ah, ich glaube, sie wartet da schon hinten. Habe ich das dumpfe Gefühl? Der wäscht sich wenigstens. Ja, die ganzen Wachmänner. Ihr wisst das ja, dass hier die Wachmänner generell in The Witcher ein bisschen sehr notgeil sind. Und mit The Witcher meine ich jetzt das Spiel. Was kann ich dir Gutes tun, mein Held? Oh Gott. Ja, normalerweise möchten wir ja eigentlich nur reden und das sollten wir auch mal machen. Ich möchte, dass dein Lächeln mir die Pforten des Paradieses öffnet. Oh, Backe. Ja, wir machen aber erstmal, ich möchte erstmal nur reden. Ich möchte nur reden. Toll. Und zum Bumsen gehst du zum Bürgermeister, oder wie? Plauder mit dem, nicht mit mir. Ich zahle dafür. Möchte wissen, was los ist mit euch Kriegern. Kommt denn keiner mehr zum Vögeln in den Puff? Reden, reden, reden. Und dann noch mit mir. Ich kann andere Sachen wirklich besser. Aber bitte, worüber willst du reden? Okay, jetzt können wir natürlich Fragen stellen, die ich eigentlich sehr wichtig finde. Zum Beispiel, was hast du von Saskia gehört? Oder natürlich Gerüchte über den König. Oder der Königsmörder. Hier gibt's einfach so viel, ich starte einfach mal. Kennst du die Gerüchte über Henselt? Was weiß man denn als einfache Hure über den König? Huren wissen doch alles über alle. Klar hat er mich dann und wann gebumst, aber die Konversation war bescheiden. Er wollte immer nur, dass ich schreie, welch großer Held und Herrscher er ist und dass ich ihn anflehe, mich zu ficken. Bitte sehr, kann er haben. Ist schon krass, oder? Von der Moralvorstellung jetzt her. Ich suche den Königsmörder. Im Puff? Treiben es Königsmörder nicht auch hin und wieder? Hier jedenfalls nicht. Na gut. Und was hast du von Saskia gehört? Hast du schon mal von Saskia gehört, der Jungfrau von Edirne? Ich hab mich wohl verhört. Du gehst zu Nutten, um über Jungfrauen zu quatschen? So ist es. Dann sag ich dir, was ich denke. Eine Frau, die noch nie gevögelt hat, kann nicht ganz klar im Kopf sein, worauf du einen lassen kannst. Ihre Machtgier ist eigentlich Schwanzgier. Oh mein Gott. Wie ist die Moral denn so? Oh Mann, ich sehe jetzt schon eigentlich, wie niveaulos eigentlich diese Unterhaltung ist. Wie ist die Stimmung bei den Soldaten? Die zittern vor der Schlacht und versaufen ihr Geld lieber, als es bei einer rechtschaffenden Dirne zu versenken. Anfangs waren sie noch leidlich spitz
Aber je länger wir hier festsitzen, desto schlimmer hängen ihnen die Schniedel. Ach ja, kämpfen und vögeln. Hat man Lust auf das eine, macht einem auch das andere Spaß. Ja, das glaube ich auch. Das waren jetzt überhaupt keine wichtigen Informationen, die wir eigentlich benötigen. Oh, Backe. Geh mit der quadratischen Münze zum Bordell und frag nach Lispelotte. Ja, das haben wir ja gerade eigentlich gemacht. Shit. Kommt, wir fragen nochmal. Ein Märchenprinz bist du ja nicht gerade. Was kann ich dir Gutes tun, mein Held? Shit. Na gut, wir gehen mal auf jeden Fall mit dir erstmal ins Bett. Vielleicht klappt das, ja? Ich möchte, dass dein Lächeln mir die Pforten des Paradieses öffnet. Komm mit. Okay, ich glaube, jetzt bumsen wir sie gleich. Und vielleicht hat sie dann Informationen. Vielleicht. Was geht denn jetzt ab? Wohin gehen wir denn an? Alter Falter. Was ist das denn bitte für ein Ort? Unterirdisch? Wenn jetzt hier noch ein Raum ist, dann raste ich voll aus. Ach du Scheiße, und was ist mit ihr? Kommt sie jetzt auch? Heiliger. Vincent Traut, bist gar nicht so leicht zu finden. Du kommst allein? Was für ein Fehler, Hexer. Das wird sich weisen. Solange ich Seldkirks Rüstung trage, bezwingt mich keiner. Ich wusste nicht, dass du Seldkirks Kettenhemd hast. Das ändert die Lage. Wenn du glaubst, dass wir dich ziehen lassen oder du dich mit Magie retten kannst. Ich habe nicht vor, zu verschwinden. Gib mir einfach das Kettenhemd, dann vergesse ich eure Verschwörung samt Lispelotte. Ich weiß über die Münzen, was ich wissen wollte. Dir als Detmolds Jagdhund muss ich sagen, ich trau dir nicht. Musst du auch nicht. Ich will nur das Kettenhemd. Alles andere schert mich nicht. Ich soll es abnehmen? Und zurückgeben. Und dann schleichst du dich? Und alles wird gut. Mein Märchen geht anders. Ich bring dich um, nehm dein Schwert und dein Gold. Und die Götter danken's mir, weil sie einen dreckigen Mutanten los sind. Stirb! Das hättest du gern. Nimm das! Vincent Traut. Ach du Scheiße. Stirb! Gott! Du dreckiger Wichser! Du mieses Arschloch! Stirb! Und ihr, Penner, was ist los mit euch? Verbrennt! So, der ist nicht mehr lange am Leben. Los, 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 los! Hier sind noch Verschwörer, natürlich. Ach du Scheiße, die machen viel Damage, das ist klar. Das ist klar. Aber erst muss ich ihn natürlich umbringen. Okay, der Vincent ist tot. Okay, der ist besiegt. Jetzt erstmal natürlich die blöden Verschwörer hier, die allerdings auch sehr stark sind. Oh mein Gott. Ja, ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Shit, der hinten lebt noch. Doch, jetzt ist er auch besiegt. Noch zwei. Nächster. Friss Feuer. Du stirbst, mein Freund. Geh zu Mama. Ach du Scheiße. Gut, dass ich hier auf jeden Fall gut geskillt hatte. Oh Mann, das ist echt praktisch gerade. Schauen wir uns mal um. Oh mein Gott. Gut, stark waren die auf jeden Fall. Fernrohr. Wofür bitte brauchen wir ein Fernrohr? Egal, ich hab's einfach mal genommen. Und jetzt soll ich wohl mit Rittersporn sprechen. Allerdings weiß ich nicht, wo der gerade ist. Kätwenisches Schwert, dankeschön. Und jetzt haben wir auch noch Seldkirks Rüstung. Hänselt oder eine Kokette. Schlüssel zum Versteck der Verschwörer. Exzellente kätwische Rüstung. Oh, oh, da erwartet uns was Gutes. Sprich mit Rittersporn und Detmold. Das Symbol des Mutes. Das kann ja was werden. Und ich dachte, wir würden mit dieser Nutte schlafen. Ja, das hat sich wohl nicht so herausgegeben. So, jetzt können wir eigentlich unsere abgenutzten Lederschuhe erstmal wegschmeißen. Und dann haben wir hier natürlich Seldkirks Rüstung. Können wir auch nochmal benutzen. Oh, 14, plus 14 Rüstung. Gar nicht so schlecht. Nehmen wir auch noch. Und dann jetzt natürlich auch noch von den Waffen her haben wir jetzt hier noch dieses erstklassige temerische Schwert. Ich glaube, das ist echt gut. Oh, Backe. Ja, das mache ich hier gleich. Jetzt haben wir noch ein neues Schwert.
Auch nicht schlecht. So, und Seldkirks Rüstung. Wir sehen jetzt zwar nicht super gut aus, aber immerhin soll das eine sehr gute, begabte Rüstung sein. Eine sehr berühmte vor allem. Und zu Legenden zufolge, derjenige, der diese Rüstung anhat, der kann gar nicht sterben. Der ist fast wie unbesiegbar. Und jetzt geht der Weg wohl nach oben. Mal sehen, was Detmold zu sagen hat. Der Berater des Königs. Was ist denn hier los? Oh. Ich bin zu alt für sowas. Jetzt hat nur noch der hier gefehlt. Okay, stopp. Stopp, stopp, stopp. Nicht so schnell. Mysteriöser Händler. Moment mal, muss ich den umbringen? Ich dachte, ich müsste den umbringen. Kann ich mit dem sprechen? Ich möchte etwas kaufen, selbstverständlich. Dann können wir auch noch gleichzeitig verkaufen. Das geht ja auch noch. Zack. Weg damit. Die Rüstung unter anderem können wir auch verkaufen. Die brauchen wir ja nicht mehr. So, Trophäen brauchen wir... Kairan-Trophäe eigentlich nicht, oder? Ich weiß es noch nicht. Ich lasse das erstmal drin, um zu sehen später, falls da sich etwas ändert. Okay, aber einmal kommen. Einmal können wir mit den Frauen hier schlafen. Mit Liva. Die sieht irgendwie aus wie Triss. Mit Hängebusen. Bist du Liva? Ob dir ein zweiter Pimmel wächst oder die Hoden schrumpeln. Stell dich hinten an, wenn du Salbe brauchst. Du warst beim letzten Feldzug von Henseltier? Ja, und? Ich hätte einige Fragen an dich. Mach schnell. Der halbe Adel Kedwens wartet auf diese Salbe. Natürlich pissen sie nur aus Sehnsucht nach ihren Ehefrauenblut. Na, ganz toll. Die Schluchten sehen unnatürlich aus. Was weißt du über das Haus auf den Klippen? Ach, weißt du etwas über das Haus auf den Klippen, natürlich? Tja, bis vor 3 Jahren lebte dort die Familie von Malget, einem Heilkundigen. Aber als er mir mit den Verwundeten half, tötete jemand seine Töchter. Er kam nicht darüber hinweg und warf sich in den Fluss. Die Töchter sind hinterm Haus begraben. Dort dürften noch die Grabsteine zu finden sein. Oh, oh. Wie viele Soldaten haben die Schlacht vor 3 Jahren überlebt? Eine Handvoll. Wer noch gehen konnte, hat andere hierher geschleppt. Vom Rest war nicht mehr viel übrig. Okay, ich verabschiede mich. Ich glaube, die will nicht, glaube ich, unbedingt Sex haben. Kann das sein? Die Schluchten sehen nicht so aus, als wären sie natürlich entstanden. Daran sieht man, über welche Kräfte die Zauberinnen verfügen. Sabrinas Feuerkugeln haben meilenweit im Umkreis den Boden aufgerissen. Ich will ja, nicht stören, wenn du tapfere Krieger heilst. Und mal nebenbei, für die Leute, die sich natürlich vielleicht dafür interessieren, was hier eigentlich abgeht. Hier ist eine Art Kampf, eine Art Krieg. Ja, gibt's. Und wir sollen wohl den Fluch, der über das Land hier gerade herrscht, stoppen, aufhalten. Und das war wohl eine Zauberin. Was ist mit den Brücken? Nee, Striptease gibt's jetzt nicht. Sieh an, der Hexer. Mädels, macht euch bereit. Was möchtest du, mein schöner Herr? Ja, wir wollten jetzt eigentlich mit deinen Mädchen Spaß haben. Von denen haben wir genug hier. Bevor du dir eine aussuchst, will ich zuerst mal Geld sehen. Ich habe meine Prinzipien. Das gleiche Prozedere normal. Ich kann meine Hure leisten. Ich habe genug Geld mit. Das sind meine Mädchen. Such dir eine aus, Weißhaariger. Okay. Marlena. Sauglina. Okay, wie viel geben wir denn hier? Komm, wir übertreiben. Wir machen mal 50. Ist eigentlich schon ziemlich viel. 50 Euro für so eine Hure. Wobei das ja auch eigentlich vielleicht normal ist. Aber ich finde gerade diesen Part ein bisschen sehr interessant, weil ich wollte es ja so oder so mal euch zeigen. Bestechung misslungen. Alter, wie viel wollen die denn? Nee. Das könnte knicken. Ihr wisst ja, Frauen wollen nur euer Geld. Nur euer Geld. Denkt daran. Und dann wollen wir mal jetzt auch direkt zurück. Sprich mit Rittersporn und Detmold. Und was ist mit den beiden? Ach ja, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Civic. Der hat die beiden ja jetzt hier getadelt, weil sie abgehauen sind. Muss man mal überlegen. Die hauen einfach ab. Wo bist du? Ole!
Oh Mann. Permanent besoffen. Die Dreckswachmänner. Das kann was werden. So, und da hinten soll ich wohl mit Rittersporn reden. Hab ich das dumpfe Gefühl, oder ist das Detmold? Oh, drin. Put, 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 put. Das kann nicht sein. Ah, der Rittersporn ist da. Aber wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Wir haben ja hier gerade eine Notiz bekommen, und zwar hier. Und unser Monarch, König Henselt, umgarnt den imperialen Gesandten wie die Nutte den Bürger mit der prallen Börse. Man bedenke, eine Hure kann sich beseitigen lassen oder besteigen lassen, von wem sie will. Ihr Arsch, ihre Wahl. Nicht so der König. Sein Arsch heißt Catwin und gehört uns allen. Sollen wir vielleicht daneben stehen, wenn der schwarze Schwanz unser Land ruiniert? Wie mein Hexerfreund sagt, wenn die Welt nur auf diese Art gerettet werden kann, geht sie besser unter. Oh mein Gott. Pamphlet gegen Helseth. Helseth sage ich jetzt schon, Henselt natürlich. Oh Mann, das mit den Sprachfehlern habe ich heute voll gut drauf, würde ich mal sagen. Ja, und Rittersporn kennt ihr bestimmt auch. Der gute Poet, der auch ganz schön viel studiert hat. Der auch eigentlich auch eher der Frauenschwarm ist. Bist du hier, um deine alten Kumpel zu sehen? Ich verschaffe mir einen Überblick. Und du? Wer sich zu lange in Hensets Lager aufhält, mutiert unweigerlich zum Catwinner. Ich würde das gern vermeiden. Das glaube ich. Okay. Und jetzt können wir natürlich wichtige Informationen hier nachfragen. Hier steht zum Beispiel, habt ihr einen Unsinn geschrieben. Das könnte nämlich sein, dass die möchten, dass wir uns aufeinander irgendwie hetzen. Das kann alles sein. Aber wir könnten natürlich auch fragen, was eigentlich mit Sabrina ist. Denn Sabrina ist ja die Zauberin hier von diesem Lande. In Hensels Lager brodeln die Gerüchte über die Ereignisse vor 3 Jahren. Ja, nach Hexenverbrennungen schießen eben die Gerüchte ins Kraut. Es ist mir klar, dass eine Zauberin für dich nur der Fortsatz von 2 Brüsten ist. Aber trotzdem, was hältst du von Sabrina? Ständig das Gejammer, sie würden wie Dreck behandelt und verfolgt. Geralt, ich sag dir, daran sind sie selber schuld. Würden sie nicht dauernd Zwietracht sehen und Komplotte schmieden, würde sie auch keiner auf den Scheiterhaufen werfen. Sie klagen, auf Tanet wären furchtbare Dinge passiert. Man habe die Weltordnung zerstört. Da frag ich dich, wer hat das heraufbeschworen, wenn nicht sie und ihre Ränke? Das würde ich mich auch mal fragen, denn die Sabrina ist ja tot. Und der Fluch ist immer noch auf dem Land. Und das ist alles vor 3 Jahren passiert. Ich habe da einen Brief an die Bürger Catwins gefunden. Einen Brief? Na ja. Na und? Deinen Brief, du Dämlack. Wie kommst du denn darauf? Ich kenne dich. Und dazu warst du noch so dreist, dich auf mich zu berufen. Bist ja nicht der einzige Hexer auf der Welt. Du gibst also zu, dass der Brief von dir ist. Klar doch. Die Leute haben sowieso genug von diesem aufgeblasenen Nichts, das mit Nilfgaard kollaboriert. Da habe ich beschlossen, ihnen die Augen noch etwas weiter zu öffnen. Ist dir klar, was dieses Nichts tun wird, wenn es erfährt, dass du den Leuten die Augen öffnest? Und wie sollte das Nichts das erfahren? Doch nur von dir. Und ich nehme an, dass du dicht hältst. Ich bring dich um. Ach wo. Warum haltst du dir unnötig Ärger auf? Henselt wollte, dass ich Loblieder auf ihn verfasse. Ist das zu glauben? Ich und Propaganda? Was glaubt er, wer ich bin? Du schreibst doch Propaganda. Möglich. Aber für eine gerechte Sache, nicht für dieses Arschloch. Alter. Verschwörungstheorie. Neue Questphase. Ach du meine Güte, was war denn jetzt los? Sprich mit Detmold. Oh mein Gott, dem Berater. Vom König. Heiliger Bimbam. Was ist da los mit Rittersporn? Das ist ja unser bester Freund gewesen. Aber wenn Geralt schon sagt, ich bring dich um, dann ist das... Oh, dann ist das die rote Ampel, Freunde. Dann ist das die rote Ampel. Ach du Scheiße. Also ich glaube, der Hass ist rapide gerade gestiegen. Von unserem guten Rittersporn. Und ich habe das so utopisch eigentlich erachtet. Erwachsene Kerle durchkämmen das Lager. Ach du Scheiße. Demavents Land seinem Schutz. In gerechtem Zorne schwört er, die Aufrührer zu bestrafen, die das Volk Edirns unterdrücken. Allen gesetzestreuen Einwohnern dagegen. Mit Hexern hatten wir hier noch nichts zu tun. Hand. Es lebe der König. Wir müssen reden. Wie wär's mit guten Tag, grüß dich, leck mich oder ähnlich? Grüß dich. Guten Tag, Weißer Wolf. Trinkst du einen Tee mit mir? Stärkt die Abwehrkräfte. Nicht jetzt.
Ja, das liebe ich auch übrigens an Geralt von Riva, dass er halt immer so selbstsicher ist und dass er immer sehr ambitioniert vor allem ist. Und jetzt können wir mal auch direkt auch weitermachen. Ich muss auf die andere Seite, um den Spieß zu finden. Ich brauche etwas magisches Pulver, alles Mögliche. Ich brauche das magische Pulver, um die Runen zu zeichnen. Du weißt, dass man dafür pulverisiertes Harz des Baumes Comifora benötigt? Ja, das weiß ich. Dann weißt du auch, dass dieses Harz äußerst wertvoll ist. Hänsel bezahlt dich. Ja, selbstverständlich. Der Typ kriegt nämlich fast alles in den Arsch gesteckt. Und ich finde ja auch, vielleicht wisst ihr das nicht, dass dieser Detmold eine Art Nazi ist. Der hat was gegen Anderlinge. Also sprich gegen Zwerge und Elfen. Hänsel soll dich bezahlen. Immerhin führe ich die Exorzismen durch, um ihn vom Fluch zu befreien und die Prophezeiung aufzuheben. Sag das doch gleich. Du bekommst so viel, wie du brauchst. Im Namen des Königs, danke. Ich hab da noch etwas, das du brauchen könntest. Und zwar? Du hast mich doch nach Schutzrunen gefragt. In diesem Zauberbuch hier findest du sogar Runen, die vor Schuppen schützen. Ich habe ein paar Empfehlungen markiert. Dank dir. Oh, der hat was Gutes gegeben, ein Wunder. Und wir sehen uns bei einer nächsten Folge von Let's Play The Witcher 2, wenn wir vielleicht auf die andere Seite gehen, um den Spieß zu finden. Und da freue ich mich drauf und ich hoffe, ihr seid wieder dabei.